Willkommen zurück zu einem weiteren wunderschönen Morgen, endlich mal hier in Verheven. Ja, wir stehen auf dem Dach, finde ich toll. Ich habe meine Hand immer noch nicht voll gemacht, warum weiß ich nicht. Also ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie das weiter mit dem Wintergarten hier läuft. Und ich glaube, da sollten wir nochmal grundlegende Veränderungen nochmal vornehmen. Aber das machen wir erst, wenn das Dach hier fertig ist. Und was ich auch noch machen möchte, ist hier eine Terrasse. So ein Balkon. Ein Balkon. Ein sehr, sehr großer Balkon. Oh ja, der wird groß. Der wird riesig werden. Und deshalb macht das eigentlich auch Sinn. Ich muss gerade erstmal gucken, auf welchen Tasten ich gerade rumspringe hier. Deshalb macht das auch Sinn. Moment, jetzt muss ich mal gucken. So. Okay, deshalb macht es auch Sinn, dass wir diesen Kasten da noch etwas verändern werden. Ich weiß nicht, ob es eine große Veränderung wird oder eine eher kleine Veränderung. Das weiß ich noch nicht. Da schauen wir, wenn es dann soweit ist. Und ja, es ist wie im richtigen Leben. Ein Hausbau ist niemals wirklich beendet. Ein Haus ist niemals wirklich fertig gebaut. Na, fertig gebaut wohl schon, aber niemals fertig. Es ist niemals fertig. Es gibt immer was am Haus zu machen. Wenn es auch nur vom Dach fallen ist. Ach, Mann. Warum knall ich da immer runter? Ja, ich weiß ja warum. Ich habe so große Beine. Ich habe so wahnsinnig lange Beine. Nein. So. Na, das Dach, das wird ja... Das geht ja schnell. Das geht ja schnell. Wir sind ja durchaus firm im Dachbau. So. Blüms. Blüms. Und blüms. Blüms. Da. Da. Und hier kommt nämlich schon das Dachteil, das Dachstück, das richtige Dachstück. Ja, hier müssen wir es leider so lassen, das ist richtig. So und so und so. So. Ja, hier dauert es ein bisschen länger, ich will nicht dauernd vom Dach fallen, Mann. So, dann haben wir hier jetzt auch schon gleich das Dach fertig, sehr schön. Dann müssen wir hier natürlich auch noch so einen Böppelkasten noch dran setzen, damit es auch schön aussieht, damit das hier nicht so nicht hässlich ist. Ja, wenn etwas schön aussehen soll, dann macht man es meistens so, damit es nicht hässlich ist. Ja, hier sind wir auch schon fertig, das ist gut. Und blumps. Sehr schön. Und wir haben sogar noch 33 Blöcke übrig, wer hätte das gedacht? Ich dachte eigentlich, dass wir mehr verbrauchen. Ja, denkst du. Cool. Sehr cool. Jetzt muss ich da mal gucken. Ja, da steht auch ein über, das ist gut. Ja, jetzt brauchen wir Stahlbeton. Haben wir noch ein bisschen hier oben, aber ich brauche ja durchaus noch mehr. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Stahlbeton. Na, viel mehr auch nicht, aber wir brauchen schon mehr. Dieses Plätschern vom Wasser. Mal gut, dass ich zwischen den Aufnahmen gerade, zwischen den Folgen gerade noch eben auf Toilette war, sonst müsste ich jetzt schon wieder rennen. Ach, haben wir ja noch. Wir haben ja noch reichlich. Das ist gut. 100 werden wohl reichen. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Klettern wir einmal auf. Ja, jetzt ist er wieder nicht gesprungen. Ja, Noctura, da hast du ganz recht. Wie bei Ben und Ed. So, dann haben wir jetzt auch gleich mal... Ja, vielleicht. Habe ich jetzt natürlich wieder nicht bedacht, dass das erstmal vielleicht weggemacht werden sollte. Okay, ja gut, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Jetzt brauchen wir aber erstmal diese Blöcke. Für, ne? Dachterrasse. Für Dachbalkon oder so. Wie weit machen wir den? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es reicht schon, oder? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht dann doch vielleicht so oder vielleicht auch... Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Ja, da hätte mich fast wieder vom Dach gefegt. Mann. So, da kommen wir allerdings nicht dran. Das ist nicht gut. Aber auch egal. Komm, wir springen nochmal runter. So, da.
Passt das? Passt, glaube ich sogar. Sehr schön. Und ich muss schon wieder husten. Es ist ja echt abartig. Dafür habe ich, glaube ich, in der ganzen letzten Folge nicht gehustet. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, ich habe nicht ins Mikrofon gehustet. Das ist mir dann immer so unangenehm. Das war es mir damals schon bei Minecraft. Nur damals hatte ich meine Hotkeys noch nicht so unter Kontrolle, dass ich mich halt entsprechend schnell ausmuten konnte. Man muss sich auch erstmal... Das ist so ein Automatismus mit den Hotkeys. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, komm, können wir eigentlich auch dazu machen. So. Ja, das wird ein nach Westen ausgerichteter... Nach Westen? Ja, nach Westen ausgerichteter Balkon werden. Ein sehr, sehr großer Balkon, aber immerhin Balkon. Und wie ich die Wintergärten jetzt geplant habe, also diesen Wintergarten geplant habe, den hatte ich so eigentlich als Unterbau da dann dazu geplant. Und diese Wand entweder so lassen oder dann weg. Das weiß ich noch nicht. Das wird natürlich schon ein bisschen länger dauern, wenn wir uns das Ganze erstmal mit nicht vorhandener Hauswand angucken und dann wieder mit vorhandener Hauswand. Das ist vielleicht dann nicht so optimal, aber gut, schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch einfach nur die Öffnung größer und lassen halt so eine kleine Wand da irgendwo. Ich glaube, es geht schon. So, jetzt haben wir noch zwei. Das ist ja nicht gerade viel, also holen wir uns noch ein paar. Latsch, latsch. Ja, 100, sehr schön. Das wird jetzt hoffentlich auch reichen für den Rest, den wir da oben vorhaben. Jetzt müssen wir erstmal wieder quer übers Dach laufen. Ich laufe ganz gerne schräg, weil ich habe das Gefühl, dass ich dann ein bisschen schneller laufe. So, dann haben wir jetzt hier und da und da und den. Und den 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 und den. Ja, ja. So. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Mehr geht hier gerade nicht. Doch, geht hier schon, weil... Deswegen. Das können wir doch machen. Man könnte natürlich auch so einen Glaskasten nach unten, also mit Blick nach unten vielleicht auch mal. Ist das gerade sinnvoll, dass ich das vielleicht alles aus Stahlbeton baue? Sollte ich nicht vielleicht tatsächlich alles aus gerahmtem Glas machen? Wäre das schön? Oder vielleicht nur den Außenrahmen tatsächlich aus diesem Stahlbeton? Oder aus dem Zweierrahmen? Und dann innen alles mit Glas? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Das überlege ich mir gleich. Ich habe so viele Ideen. Das ist echt abartig. Ich bin ein ganz, ganz furchtbarer Mensch. So, dann haben wir hier und den und den und den. Ja, den von mir ist auch noch. Da oben setzen wir erstmal alles zu. Weil da kommen wir so schlecht dran. Eben hat er eine auch gehabt. Mann. Zack, 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 zack. Und zack. So. Hier kommt der Nischt rein. Hier ist Nischt. Da wohl auch nicht, da wohl auch nicht, da wohl auch nicht. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, auch nicht, auch nicht. So. Wir ordnen weil dann jetzt hier die Tür an. Ich glaube, die kommt tatsächlich mittig. Oder zwei. Es wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn wir hier zwei Türen hätten. Dann kommt hier, da, ja, könnte man es vielleicht mal so machen. Wir versuchen es mal, kommen. Wir haben ja genug Zeit. So, der kommt zu. Hier könnte vielleicht noch ein Fenster rein, aber nee, es wäre hier vielleicht ein bisschen zu dicht dran. Hier vielleicht, nö. Hier dann Tür. Tür. Zack. Zack, zack, das ist dann die Tür. Dann kommt hier noch so eine Fensterreihe hin. Ja, so. Das ist ein bisschen schwierig, gerade mit den Schrägen das ordentlich abzumessen. Aber ich glaube, es geht. Der muss weg. Boah, das ist echt schwer gerade.
Eine Tür. Ach, hier kommt noch ein Fenster rein. Hier haben wir doch schon einen Fensterbereich. Mann, no. So, und... Ja, hallo. Das ist doch auch wieder ganz, ganz seltsam. Okay, dann haben wir jetzt hier dann doch den zu. So, Tür, Fenster. Und hier müssen auch Fenster sein. So, Fenster. Tür. Ja, doch. Fenster. Mir wäre es lieber, wenn da drei dazwischen wären. Oder nur einer. Ach, Moment, ist ja auch nur einer dazwischen. Das ist gut. Das ist gut, dann habe ich nichts gesagt. Ach, ich hab schon wieder keinen Beton. Mann. Glaubst du denn, wie schnell das Material wirklich verbrannt ist? Naja, können wir hier oben mal aufräumen. 24 Blöcke. Ich glaube, das wird wohl noch gerade so reichen. So. Das sieht alles so wahnsinnig falsch aus hier, aber na gut. Was willst du machen? Das ist alles irgendwie nicht so richtig. Aber gut, darüber machen wir uns gleich Gedanken. Ich hol erstmal noch eine Glastür. Ja, schmeiß doch alles irgendwo hin. So und so und zack, zack. Hallo. Also manchmal... Ach, Ecoline. Das ist falsch. Dann haben wir... Wo haben wir die Türen? Ich glaube, die haben wir hier drin gehabt. Da haben wir die Tür. Das ist gut. Und womit hat man das gemacht? Ich glaube, es ist Flachstahl gewesen. Ich glaube, es war ein Flachstahlfenster. Wie viel brauchen wir da? 3, 6, 9, 12... 18 brauchen wir da. 18. Natürlich auch für die drei über der Tür, ne? Dafür brauchen wir insgesamt 18. Die sich wahrscheinlich sogar da noch verbinden irgendwie. Schauen wir mal. Ja, komm, dann setz. Genau da. Ja, natürlich. Klar. So, und dann haben wir hier noch. Und ich hätte vielleicht noch eine Tür mehr mitnehmen sollen. Das wäre zumindest klug gewesen. Aber hey. So. Und dann müsste da eigentlich schon... Da müsste auch noch eins hin. Und, hä? Nee, da ist, glaube ich, gerade falsch. Tür. Nein. So. Ich hole noch eine Tür. Da holen wir erstmal noch schnell eine Tür. Du kriegst die Tür nicht zu. Ach, Mann. So, dann haben wir hier noch eine Tür. Wie rum haben wir die jetzt hier drin? Die haben wir von innen eingebaut, glaube ich, mit dem Griff nach rechts. Aber hier wäre es mir, glaube ich, lieber den Griff nach links und diesen nach rechts. So und so. Genau. Und der hätte eigentlich auch, zur anderen Tür, zur anderen Seite aufgehen müssen. Weil es nun mal mehr so auf dieser Seite des Gebäudes ist. Aber gut, da sind wir flexibel. So, jetzt müssen wir den Kasperkram hier wieder abbasteln. Und stattdessen hier oben dran klöppeln. Ja. Oh Gott, ich hoffe, das ist so richtig. Der kann da weg. Und da muss er hin. Glaube ich. Weiß ich nicht. Wir gucken. Blablabla. Träumchen. So, dann haben wir hier jetzt... Ja, natürlich. Echo, willst du mich ärgern? Willst du mich verarschen? Ach, hier war noch ein. Zack. Ja, toll. Letztes Mal hat es irgendwie geklappt. Ich weiß auch nicht wie. So, dann haben wir jetzt endlich mal hier die Durchgänge schon mal fertig.
Das sieht eigentlich so ganz putzig aus. Hier könnte man auch noch eine Scheibe reinmachen. Oder vielleicht hier so weiterführen. Da probieren wir einfach mal. Wir haben doch Zeit, Leute. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch Zeit. So, dann hole ich nochmal ein bisschen Stahlbeton. Wie viel brauchen wir da? Stahlbeton, Flachstahl. 3 Flachstahl brauchen wir dafür noch. 3. 1, 2, 3. Zack, da haben wir es. So. Da haben wir es ja wieder. Sehr gut. So, Fensterchens. Zack, zack, zack. Sieht, glaube ich, so ganz cool aus. Ja, Mensch, das ist doch toll. Man könnte sogar noch den noch wegklöppeln, aber das ist mir ein bisschen zu dicht am Dach. Das sieht doch echt toll aus. Okay, ah, so, ja, hier, ne? Das müsste natürlich weg. So, jetzt bauen wir hier erstmal wieder den Glaskasten etwas zurück. Ist auch nicht schlimm. Der kann da weg. Dann haben wir hier noch vielleicht so einen Block. Ja, sieht echt entzückend aus. Echt, ja, ganz, ganz reizend. Was ist denn das da wieder? Ach, ich frage gar nicht. Ich frage lieber gar nicht. Da sieht das auch so komisch aus. Ja, wie machen wir es jetzt am besten mit dem Glaskasten? Machen wir jetzt tatsächlich hier mal so ein. Wir versuchen einfach, komm, wir gucken mal, wie es aussieht. Wie gesagt, wir haben genug Zeit. Das haben wir fertig, oder? Nicht, dass ich hier wieder eine halbe Baustelle wieder hinterlasse. Nee, da haben wir alles fertig. Da oben könnte man sogar noch. Nein, das ist. Das ist mir. Oh Gott, das war jetzt aber knapp. Oder auch nicht. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu dicht wieder am Dach. Jetzt haben wir wieder kein Glas. Sieht eigentlich so ganz schick aus, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin noch so unentschlossen. Wir versuchen mal hier nochmal ein bisschen mehr abzubauen. Etwas mehr Glas reinzusetzen und dann können wir uns immer noch entscheiden, was für eine Art von Balkon das wird. Ich meine, man kann natürlich auch einen Glasbalkon auch hinsetzen. Ist bestimmt auch noch nie so da gewesen. Bestimmt nicht. Wahrscheinlich. Dann. Ja, wenn das Abbau ein bisschen schneller ginge, da wäre ich echt dankbar für. Aber. Na gut, man muss halt auf die Animation warten. Und das ist auch der Grund, warum ich die große Schaufel halt. Warum ich auf der großen Schaufel halt keine Textur drauf habe. Weil wenn keine Textur drauf ist, dann hat man auch keine Animation drauf und dann braucht man auch nicht großartig darauf warten. Und deshalb ist sie so schön schnell. Ja, zack und zack. So, es soll erstmal reichen. Es wird schon wieder finster, ich fasse es nicht. Brauchen wir hier noch irgendwie was von... Ja, vorsichtshalber, vorsichtshalber. Lassen den ganzen Kram nochmal hier oben. Das heißt, wieder alles wegpacken. Ja, natürlich. Wieder alles wegpacken. Ja, ich beeile mich bereits. Ja. Wenn Eko mich auch beeilen lassen würde, das wäre echt toll, aber ich habe zwar gesagt, wir haben genug Zeit, haben wir ja auch. Ich lasse mir auch Zeit. Aber, weißt du, um Material wegzupacken, das muss jetzt nicht so wahnsinnig Ewigkeiten dauern. Glas, wir brauchen wieder gerahmtes Glas. Das ist ja dafür. Gerahmtes Glas. Haben wir noch so ein bisschen. So ein bisschen haben wir noch. Das ist gut. Also ist jetzt erstmal nur testweise. Wenn es natürlich echt sofort bombastisch aussieht, dann lassen wir das natürlich auch so. Aber irgendwie, ich habe meine Bedenken, dass es noch nicht so aussieht, wie ich das gerne hätte. Und das sind alles tatsächlich nur... Möglichkeiten. Es sind nur Möglichkeiten. Es besteht keine Verpflichtung, es genauso zu bauen. Da ist jedem seine eigene Freiheit gelassen und die lasse ich natürlich auch. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Und das ist auch ganz gut so. Was wäre das für eine langweilige Welt? So,
dann haben wir hier jetzt auch mal diesen Kasten langsam mal fertig. Das ging ja dann doch schneller als erwartet. Aber ein bisschen unübersichtlich ist es, wenn man irgendwie zwischendurch einen Block vergessen hat. Man sieht nicht sofort, wo der fehlt. So. Ja, sieht doch schon mal... Man kommt hier so raus, man guckt hier so runter. Ach, ja, Muttern sind sich wieder nackig. Mhm. Hat nicht mal ein Badetuch um. Wäre vielleicht nicht so toll. Aber... Ich überlege gerade mit der Beleuchtung. Mit Beleuchtung. Sehe das... Ist da noch ein Loch drin? Siehst du, das meine ich. Man sieht nicht sofort, wo Löcher drin sind. Mit Beleuchtung sehe das bestimmt ziemlich geil aus. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von hier an. Aha. Mhm. Ja, dann brauchen wir diese Schrägen nämlich auch nicht mehr. Obwohl, die können wir trotzdem noch irgendwo dran setzen. Könnten wir, wenn wir wollen. Wenn wir denn wollen. Das kann natürlich ab. Und der soll ja eh größer werden. Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich bin ein bisschen von mir selbst begeistert gerade. Und Eigenlob stinkt so dermaßen, aber ich bin wirklich ein bisschen begeistert. Bin ein bisschen stolz auf mich, Entschuldigung. Nee. Ach, Mist, das war alles viel. So. Die gleichen sich ja glücklicherweise gleich an. Das ist also nicht so das Problem. Das können auch von mir aus gerne diese intelligenten Blöcke sein. Auch gerne bleiben. Ich überlege gerade, ist es sinnvoll, hier den Rahmen vielleicht auch aus Glas zu lassen? Wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir den Rahmen hier auch aus Stahlbeton machen? Nö, eigentlich nicht. Das können wir so lassen. Das können wir so lassen, Leute. Das lassen wir einfach so. Wie viel Platz haben wir hier? Zwei haben wir da Platz. Das heißt, hier können wir jetzt hoch. Eins, zwei, da. Ja, es wird ein bisschen eng. Also vielleicht sollten wir tatsächlich überlegen, das ein oder andere hier wegzuknöppeln. Knüppeln. So. Das ist dann das. Dann haben wir hier natürlich auch diesen. So. Eine Tür. Eine Tür möchte ich nicht unbedingt hier zur Straße hin haben. Nein. Die neugierigen Nachbarn, weißt du? Diese neugierigen. Unglaublich. Es werden immer mehr. Nein. Ach, warte, ich freue mich. Ja, das war wieder knapp. Ich muss ja zugeben, ich habe schon wieder Kaffee getrunken und da ist auch keine Kohlensäure drin. Wäre auch ein bisschen widerlich, Kaffee mit Kohlensäure. Ja, geht. Jetzt bauen wir erstmal diesen Klöppelkram hier ab. Das Dumme ist nur, ich sehe gerade nicht, wie hoch. Wie hoch das jetzt tatsächlich ab muss. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, ich baue einfach drauf los und ich baue hier ab. Mental auch, aber hauptsächlich körperlich. Und deshalb müssen wir hier auch ein bisschen mehr gerade... abbauen. Weil ich körperlich abbaue. Genau. Mächtig sinnvolle Sätze, die ich gerade vor mir gebe. Aber ich wollte in dieser Folge auch ein bisschen mehr schaffen, als einfach nur ein Dach fertigzustellen und vielleicht das Grundgerüst einer Terrasse zu basteln. Aber das ist schon so richtig, ne? Ja, das ist so richtig. Geil. Ja, das gefällt mir. Super. So, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das gefällt mir das nicht. Aber das hier wieder und das auch. Ach Mann, oh Mann, dieses Echo. Das verleitet richtig. Das ist aber das Schöne dran. Es verleitet wirklich, um wirklich seinen Trieben mal ein bisschen freien Lauf zu lassen. Nein, ich meine nicht selbige Triebe, sondern hier diese künstlerischen Triebe halt einfach freien Lauf zu lassen. Das ist so geil. Das ist so toll. Und die Wand kommt, glaube ich, raus. Das sieht so geil aus. Das sieht echt toll aus. Und der Rahmen fällt von unten gar nicht auf. Von oben, na gut, von oben sieht man halt.
Aber, oh, ich sehe gerade, wir sind schon gleich bei 25 Minuten angekommen. Um Gottes Willen. Ja gut, es macht wieder Spaß. Von daher vergeht die Zeit natürlich auch schneller. Und wir müssen uns natürlich auch noch um den Innenausbau kümmern. Irgendwie müssen wir ja auch hier auf die oberen Etagen auch draufkommen. Genau. Da sagst du was. So, wir müssen da vielleicht natürlich auch noch ein bisschen mehr Stahlbeton noch abbasteln. Und aus dem Grund lege ich hier einfach nur schon mal das ganze Glas außer Hand. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.